Ich habe Winterferien und kann mehr Zeit mit Isaac verbringen. Joe und ich verstehen uns wieder besser, aber wir müssen Isaac an seinem ersten Weihnachten teilen. Und heute kommt eine Beraterin von dem Programm, das mir mit meiner Wohnung hilft. Wir müssen umblättern. Oh, schon zu Ende. Herein! Hi, wie geht's? Gut, und selbst? Gut. Du arbeitest viel. Ja. Welche Kurse belegst du im Frühjahr? Nochmal Biochemie. Das hatte ich abgebrochen. Und ich mache Psychologie. Okay. Freust du dich auf das erste Weihnachten in deiner Wohnung? Ja. Es ist ganz schön aufregend. Es ist mein erstes Weihnachten in einer eigenen Wohnung und mit einem Kind. Das sind viele neue Erfahrungen. Du wirst eigene Traditionen haben. Wirst du deine Familie sehen? Meine Mom eher nicht. Okay. Ich habe lange nicht mit ihr geredet. Für mich ist das erledigt. Was planst du für die Feiertage? Heiligabend ist er bei seinem Dad. Okay. Ich werde wohl allein zu Hause bleiben, aber den ersten Feiertag verbringen wir gemeinsam. Ich weiß, du bist traurig, weil er Heiligabend nicht hier ist, aber er ist erst eins. Er weiß nicht mal, dass Weihnachten ist. Ja, ich hätte ihn nur lieber über die ganzen Feiertage. Jetzt bist du die Mom. Ja. Jetzt kümmerst du dich um die Feier und die Geschenke und sorgst dafür, dass Isaacs Wunschliste beim Weihnachtsmann ankommt. Stimmt's? Letztes Jahr war ich Weihnachten bei Joes Familie. Dieses Jahr bin ich mit Isaac allein und versuche, mich abzulenken. Heute backen wir mit einer Freundin und ihrem Sohn Plätzchen. Die brauchen 8 Minuten. Wie fühlst du dich in der Weihnachtszeit ohne deine Familie? Es hat Vor- und Nachteile. Ich bin in meiner eigenen Wohnung. Niemand nervt. Und es gibt keinen Streit mit meiner Mom. Keiner weiß, wo ich wohne. Aber ich weiß, dass Isaac an Heiligabend nicht bei mir sein wird. Ich werde allein sein. Und auch wenn Isaac hier ist, bin ich mit ihm allein. Wie ist Joes Familie, seit du ausgezogen bist? Keine Ahnung, was sie denken. Wir reden kaum. Aber ich werde Janet einen Brief schreiben. Es ist schließlich Weihnachten. Vielleicht versteht sie mich dann besser. Sie wurde auch so jung, Mutter, und kann bestimmt nachvollziehen, dass ich selbst entscheiden will. Ich habe sie nicht ausgenutzt, aber ein paar Dinge hätte ich schon anders machen können. Das ist mir allerdings erst im Nachhinein bewusst geworden. Ich finde, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Sie finden, ich habe alles vermasselt. Die Plätzchen. Oh nein. Verbrannt? Etwas. Geht noch. Warte. Ich hätte mich damals mit niemand anderem treffen sollen. Quatsch. Sie geben mir das Gefühl, das war falsch. Ich schreibe einen Brief und schaffe die Sache aus der Welt. Joe und ich vertragen uns endlich wieder. Und ich wünschte, das könnte ich auch von seiner Mom sagen. Es ist Heiligabend und ich muss Isaac zu Joe bringen. Seit wann schläft er? Seit 6. Okay. Seine Jacke. Ich will ihm einen Kuss geben. Hi, Baby. Hab dich lieb. Ich hätte Isaac heute lieber bei mir. Aber Jordan will mich aufmuntern. Hi. Hallo. Frohe Weihnachten. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Okay. Frohe Weihnachten, Süße. Ich habe Geschenke. Danke. Wie ist Heiligabend ohne Isaac? Traurig? Ein bisschen. Morgen siehst du ihn ja. Bekommt er viel? Ja, er war brav. Er kriegt keine Rute. Nicht? Nein. Ich schreibe Janet einen Brief. Was willst du ihr schreiben? Sie denkt schlecht über mich, weil ich mich mit ihr getroffen habe, als ich bei ihr gewohnt habe. Ich wollte sie damit nicht verletzen und möchte, dass sie mich versteht. Tu, was du tun musst. Ja. Geht's dir dieses Jahr besser als letztes? Ja, weil du da bist.
Nächstes Jahr gibt's einen schönen Baum. Meinst du, wir sind nächstes Jahr noch zusammen? Ich bin kein Wahrsager, aber die Chancen stehen gut. Meinst du, wir sind nächstes Jahr noch zusammen? Ich bin fast sicher, das wäre möglich. Warten wir es ab. Können wir jetzt bitte endlich die Geschenke aufmachen? Bitte, bitte, bitte. Können wir sie jetzt aufmachen? Jetzt? Jetzt? Du darfst zuerst. Fertig, los. Du bist albern. Welche? Du kriegst zwei. Perfekt. Die wollte ich. Eine Mütze. Ich trage jetzt nur noch die. Warte. Komm her. Du bist mein Geschenk. Pack mich nachher aus. Süß. Es ist schön mit dir. Vielen Dank. Gerne. Isaac ist zwar bei Joe, aber zum Glück ist Jordan bei mir. Geschenke. Komm her. Den Weihnachtsmorgen verbringt Isaac bei Joe und seiner Familie. Danach hole ich ihn ab. Mach's auf, na los. Wahnsinn! Das ist ein Baseball-Pulli. Toll. Mit Joe vertrage ich mich inzwischen, aber seine Mom ist sauer auf mich. Darum schreibe ich ihr einen Brief, um die Wogen zu glätten. Hi. Hallo. Das ist für deine Mom. Okay, ich hole sie. Wie ist dein Weihnachten so? Gut, frohe Weihnachten. Ebenso. Mom? Ja? Du hast Besuch. Wer ist da? Kaylin. Hi, Kaylin. Hi, das ist für dich. Okay. Frohe Weihnachten. Danke. Ich habe auch was für dich. Danke. Ich hole Isaac ab. Es ist kalt, aber Mom bringt dich schnell ins Auto. Na, Stinkerchen. Geh zu Mom. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Sieht aus wie eine Weihnachtskarte. Was steht drin? Janet, ich war nicht immer mit Joe einer Meinung, aber du solltest wissen, dass ich Eddie und dich nie ausnutzen wollte und euch für alles dankbar bin. Du weißt selbst, wie hart es ist, so jung Mutter zu werden. Ich wollte euch auf keinen Fall Ärger machen oder euch zur Last fallen. Frohe Weihnachten, Kaylin. Und was sagst du dazu? Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich die Mühe gemacht hat, den Brief zu schreiben. Es wäre einfach schön gewesen, wenn sie mir vertraut hätte und ehrlicher gewesen wäre. Mir geht es in erster Linie um Isaac. Egal wie es weitergeht, ich bin seine Großmutter und werde ein Teil seines Lebens bleiben. Kaylin wollte meine Hilfe eben nicht. Das habe ich jetzt verstanden. Willst du Geschenke aufmachen? Los geht's! Komm zurück! Komm her! Wo willst du hin? Nehmen wir eins von Jordan. Für Isaac von Jordan. Turnschuhe. Die sind aber schön. So ein tolles Auto. Haben wir das gut gemacht? Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Ich bin nicht gern allein. Bist du auch froh? Gefallen dir deine Geschenke?